Hallo zusammen, mein Name ist Tobi vom Kanal Swiss Brothers of Adventure und ich bin heute wieder im wunderschönen St. Gallen unterwegs und heute geht es um einen Back-Out-Back oder einen Inch-I-Never-Come-Back-Rucksack. Als erstes klären wir ein paar Fragen, am Schluss kommt's Fazit und in der Mitte natürlich auspacken. Also, let's go! Kommen wir zur ersten Frage. Für was ist so ein Fluchtrucksack oder für was benötigt man einen? Im Grunde genommen ist es so, dass man so einen Rucksack neben seinem Ausgang oder seinen Kleiderständer stehen hat, dass sollte irgendwas passieren und man muss fluchtartig das Gelände, die Region verlassen, dass man sich den Rucksack packen kann, die Schuhe packen kann und raus. Die meisten, die ich kenne, haben so einen Rucksack. Aber wir haben natürlich alle die Hoffnung, dass wir ihn nie benötigen. Der Fluchtrucksack ist dafür gedacht, dass ihr die notwendigsten Sachen so leicht wie möglich dabei habt, um dorthin zu kommen, wo Frieden ist, wo keine Überschwemmung ist, wo halt keine Krise ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie schwer sollte so ein Rucksack sein? Es ist nicht sinnvoll, wenn ihr einen Rucksack dabei habt, der 20, 30 Kilo wiegt. Ihr solltet euch überlegen, dass wenn es Krisen gibt, dass ihr dann nicht 10 Kilometer, 20 Kilometer laufen müsst, sondern Hunderte oder Tausende Kilometer. Und das müsst ihr tragen. Wenn ihr kein trainierter Elitesoldat oder trainiert seid auf irgendwelche Marathons mit Gewicht etc., schaut, dass euer Rucksack so leicht wie möglich ist. Mein Rucksack hier wiegt ohne Wasser 10 Kilo, mit Wasser 12. Das Gewicht ist natürlich auch entscheidend. Ihr wollt ja so schnell wie möglich aus dieser Region oder aus diesem Krisengebiet rauskommen. Und aus diesem Grund leicht, leicht, leicht. Ich habe, wo ich angefangen habe mit der Vorbereitung für so einen Rucksack, habe ich 20, 25 Kilo gehabt. Ich habe das mehr als halbiert und habe jetzt die nötigsten Sachen drin, die man braucht. Und damit sage ich jetzt auf in den Rucksack. Ich komme jetzt zu der elementarsten Sache, die ich dabei habe. Und das sind Kopien meiner Geburtsurkunde, meines Reisepasses, meiner ID, meines Führerscheins und Dokumente von meinen Ausbildungen. Genauso habe ich das alles auf einen USB-Stick getan. Und falls das doch nass wird, habe ich immer noch den USB-Stick. Und ich habe es noch auf einer Cloud gesichert in Neuseeland. Ich habe natürlich auch ein Messer dabei, aber kein Messer mit feststehender Klinge oder lang, sondern ich habe hier das Multitool von Letterman, das Surge. Warum habe ich das Surge? Weil es viele Funktionen hat und man kann zwischen Säge und Schleifstein wählen. Die nächste Sache, die ich dabei habe, ist eine Powerbank, ein altes Smartphone und ein Klinkekabel. Das Klinkekabel kommt in das Smartphone rein und man hat UKW-Empfang. Das ersetzt also mein Radio. Zur Powerbank gehört eigentlich noch ein Solarpanel. Das Solarpanel hat sich aber leider der Florian im Moment ausgeliehen. Sonst, wenn das Retro kommt, geht das wieder in meinen Rucksack rein. Was auch sehr wichtig ist, ein Erste-Hilfe-Set, dieses hier ist aus dem Lidl. Ich habe mir damals, ich glaube, 2 oder 3 gekauft, weil die waren im Angebot für 4,95 Franken. Die gibt es auch in Deutschland für 4,99 Euro im Lidl, Aldi oder sonstigen Supermärkten. Sie beinhalten alles, was so notfallmäßig benötigt wird. Natürlich keine Medikamente, die müsst ihr extra einpacken. Wenn wir gerade bei der ersten Hilfe waren, kommen wir dazu. Ich habe hier einen Becher mit Kernseife drinne. Warum habe ich das? Naja, man will sich waschen. Wenn man sich nicht wäscht, wird man wund und das gibt Infektionen. Und deswegen halt Kernseife, dass man sich etwas im Fluss waschen kann. Kommen wir zur nächsten Sache. Das ist lange Unterwäsche, wenn es kalt ist, dass man nachts nicht erfriert. Das ist wichtig. Genauso wie warme Socken. Sollte es regnen, habe ich noch meine Regenjacke dabei.
Wenn es nachts kalt wird und wir dann schlafen sollten, habe ich dafür eine leichte Isomatte, eine Ultralight Isomatte dabei. Gewichtssparend. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch natürlich alles, dass ihr auch seht, was ich dabei habe, was das für ein Gewicht hat und was der Preis dafür ist. Dann beinhaltet das hier noch meine Schnüre für mein Tarp. Und damit würde ich sagen, kommen wir gerade zum Tarp und Schlafsack. Als Tarp habe ich ein Ticket to the Moon Tarp dabei. Hier oben ist der Reißverschluss kaputt. Es ist deswegen mein altes Tarp. Was jetzt richtig alt ist, das ist gekauft im 2008, ist mein alter Deuter Schlafsack von der Firma Deuter. Den gibt es so nicht mehr zu kaufen, ich verlinke euch aber einen ähnlichen. Es ist ein Down-Schlafsack, der gibt noch warm. Der ist noch super. Aber er ist mir halt mittlerweile zu alt und deswegen benutze ich ihn für meinen Rucksack, für meinen Fluchtrucksack. Hier an der Seite habe ich noch meinen Optimus-Kocher, den Optimus Polaris Optifüll-Kocher. Er funktioniert mit Reinbenzin, Benzin und Diesel. Kommen wir zur nächsten Tasche. Außen an der Tasche habe ich einen Stift dran, einen normalen Kuli. Dann habe ich hier eine kleine LED-Lenser-Taschenlampe dran mit Rotlicht. Und den Feuerstahl von Reini Rossmann, den ich mir damals gekauft habe, mit dem ich aber nicht mehr zufrieden bin. Aber für meinen Notrucksack tipptopp. Genauso habe ich in dieser Tasche meinen alten LifeStraw Wasserfilter. Das ist ein Wasserfilter mit Fasern drin, wo man es oben raussaugt. Jetzt bei Trekkingtouren oder wenn ich im Autobereich unterwegs bin, benutze ich einen Geopress von Grail. Und ich habe ganze geschlagene 2 Kilo Reis hier drin, abgepackt in 200 Gramm Portionen. Was ich auch noch im Rucksack habe, ist eine Emaille-Tasse. Die kann man ins Feuer stellen, um das Wasser zu erwärmen oder eine Portion Reis reinzumachen. Und es ist leicht. Es hat nicht viel Gewicht. Schaut bei euren Rucksack, wenn ihr euch einen anlegen wollt, auf das Gewicht, dass ihr nicht zu viel Gewicht habt. Und nur die nötigsten Sachen dabei, wo das ganz Wichtige ist, eure Unterlagen, um euch auszuweisen. Kommen wir jetzt noch zum Fazit. Ist der Rucksack wichtig für mich? Ja. Ist er sinnvoll für mich? Ja. Ihr müsst das natürlich für euch selber entscheiden. Für mich persönlich ist es wichtig, so einen Rucksack zu haben und bereit zu sein. Seid euch auch eurer Kondition, eurer Ausdauer, eurer Kraft bewusst, wie viel ihr tragen könnt. Ich musste lernen, dass die 25 Kilo für mich zu viel sind und deswegen bin ich bei manchen Sachen auf ultraleicht gegangen und manche habe ich benutzt, weil ich sie noch habe. Solltet ihr euch einen Rucksack anlegen wollen, schaut doch gerne auf Facebook-Gruppen, eBay, in der Schweiz Recato vorbei. Dort bekommt ihr gebrauchte Sachen und könnt euch günstig einen Never-Come-Back-Rucksack anlegen. So, meine Lieben, ich verabscheue mich damit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Ideen mit rausnehmen, was ich in meinem Rucksack habe. Hier drüben geht's zu den nächsten Videos. Hier oben in der Ecke ist unser Zweitkanal und damit sage ich Ciao!